Du gehst dort lang. Oha. Wo kann es nur hin sein? Ach du meine Güte, der Paketdienst macht gleich zu. Wir müssen uns beeilen. Komm schnell, wir suchen das Rad einfach später. Treten. Es ist nicht so schlimm, solange wir das Gewicht immer treten. Immer über den hinteren Rädern haben. Treten. Und solange du immer schön gegen das vordere Rad trittst. Hey, wir sind da. Und wir haben sogar noch Zeit. Das ist das Ende unserer Probleme. Ah, da haben wir ein neues Problem. Gute Idee, Coco. Wir bringen dein Kram in den Recyclinghof und schon haben wir mehr Platz. Hey, was machst du denn da, Coco? Nein, das wird nicht klappen. Na, weil das Rad von einem Kinderwagen ist. Der ist für Babys. Hier, ich hab was Besseres. Siehst du? Das ist ein guter Trick, um die Ecke anzuheben. Du musst einfach nur den Wagen ziehen und ich schiebe den Holzklotz mit dem Fuß. Coco, vertrau mir, ich bin in der 5. Klasse. Das wird funktionieren. Fertig? Zieh! Au! Nichts passiert. Es tut nicht weh. Mach dir keine Sorgen. Ich sehe schon, wo das Problem liegt. Dieses Teil dreht sich einfach nicht. Wir brauchen irgendetwas, das sich dreht. Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Zum Glück lagen im Recyclinghof ein paar Rollschuhe herum. Weißt du, wie wir es machen? Ich habe diese Rollschuhe an. So hebe ich die Ecke hoch und du ziehst den Karren und mich gleich mit. Ah, manchmal denke ich, dass ich ein kleines Genie bin. Och, Mist. Rollschuhlaufen ist schwerer, als es aussieht. Hey, jetzt weiß ich was. Wir nehmen diese Rollen und bringen sie an dem Holzklotz an, okay? Und dann... Oder vielleicht nehmen wir doch einfach nur dein Kinderwagenrad. Genau das wollte ich dir sagen. Nun, dann wollen wir mal. Hey, es funktioniert. Es dreht sich nicht so wie die anderen mit. Los, du da oben.
oben. Zeig mal, was du kannst. Bis zu diesem Morgen hatte Coco sowas noch nie gesehen. Und es gab nichts auf der Welt, was er sich mehr wünschte, als einen Drachen steigen zu lassen. Tut mir echt leid, aber ich kann dir die Schnur nicht geben. Du hast keine Ahnung von solchen Dingen. Denk nicht, dass es so leicht ist, wie es bei mir aussieht. Ich habe einen Kurs in Windwissenschaften belegt. Auf einen Fehler kannst du bei mir lange warten. Na prima, den kriegen wir garantiert nicht mehr runter. Wow, für ein Äffchen aus der Stadt kannst du aber ziemlich gut auf Bäume klettern. Der hat ja nicht mal einen Kratzer. Danke, Coco. Zur Belohnung darfst du ihn fliegen lassen. Das willst du doch, richtig? Bill? Billy? Ich komme gleich. Das ist meine Mutter. Sie braucht meine Hilfe. Es dauert nicht lange. Und inzwischen passt auf meinen Drachen hier auf, klar? Coco war ja nicht dumm. Er dachte, hey, auf einen Drachen passt es sich viel leichter auf, wenn er fliegt. Dir entwischt? Aha. Na sowas, der will sich einfach nicht fangen lassen. Ach. Mach nicht so weg, Kletteräffchen, sonst fällst du runter. Hey, Glück gehabt. In den Wolken verschwinden soll, musst du die Schnur irgendwo festbinden. Coco wollte nun endlich den Drachen fliegen lassen. Oder wollte der Drache Coco fliegen lassen? Alles okay? Auf und davon, ohne sich zu verabschieden. So ein Luftikus. Im Laufe der Jahre habe ich wirklich schon alle Fische gesehen. Ich habe Forellen gesehen und Lachse und Sardinen. Hast du auch den fliegenden Affen gesehen? Ich habe fliegende Affen gesehen, Streifenbarsche und sogar Schwertfische. Der Traum meines kleinen Affen wurde wahr. Coco flog gemeinsam mit den Gänsen hoch oben in den Lüften. Doch jetzt, wo sich sein Traum erfüllt hatte,